eine neue Ausgabe von Platzhirsch TV. Was erwartet dich in diesem Clip? Ich sage dir, worauf musst du achten, wenn du hier auf dieser wunderschönen Baleareninsel einen Partyabend auf einer Finca machen möchtest. Ich sage dir, was ist trendy im Nachtleben von Palma. Und ich verrate dir auch in diesem Clip, was gibt es für fantastische Rahmenprogramme, die actionreich sind. Auf dem Wasser oder mit Autos ohne Dach auf der Insel. Das alles erfährst du in diesem Clip. Und bevor es jetzt losgeht, hast du die einmalige Möglichkeit und nur heute kannst du diesen Kanal kostenfrei abonnieren. Und das kannst du gleich machen, indem du jetzt hier unten auf Abonnieren drückst. Viel Spaß bei meinen persönlichen Tipps von Mallorca. Und los geht's. Eine neue Ausgabe von Platzhirsch TV. Ein paar neue coole Tipps nur für dich. Und zwar dieses Mal von Mallorca. Ich bin gerade hier mit einer Veranstaltung. Das mache ich ja sehr oft, wenn ich die Videos produziere für euch mit den ganzen Insider-Tipps. Und ich möchte euch gerne mal zeigen, was man hier auf der wunderschönen Insel alles so machen kann. Was ich so für kleine Geheimtipps für euch habe. Und das ist völlig egal, ob ihr sagt, ihr macht das mal privat, ihr macht das als Gruppenreise mit eurer Firma oder ihr plant einen Junggesellenabschied oder wollt Hochzeit feiern, was auch immer. Also alles, was man machen kann auf der schönen Insel Mallorca. Ja, Mallorca denken viele, wow, Massentourismus, das stimmt. Wir haben ca. 14 Millionen Gäste jedes Jahr hier auf der Insel und davon sind ein Drittel aus Deutschland. Was ich euch zeigen möchte in dem Video ist, was kann man Besonderes machen, vor allem natürlich mit Gruppen. Und da würde ich einfach mal anfangen, zum Beispiel mit Hotels. Das ist auf Mallorca total vielfältig. Also es gibt einen Robinson Club, es gibt wahnsinnig viele Wellness-Hotels. Also die Auswahl ist einfach gigantisch. Man kann schauen, brauche ich einen Tagungsraum oder nicht? Will ich eine schöne Dachterrasse haben oder nicht? Soll es am Meer sein oder lieber eine Finca im Inland? Gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten und da könnt ihr mich gerne mal direkt ansprechen, wenn ihr irgendwie einen Insider-Tipp braucht für ein Hotel, sei es für eine spezielle Finca mit nur 5 oder 6 Zimmern oder ein großes Tagungshotel, weil ihr einen Kongress plant. Finca ist ein gutes Stichwort. Ich möchte als erstes euch mal eine Möglichkeit zeigen für ein originelles, witziges Abendprogramm. Da gibt es ungefähr 20, 30 verschiedene Fincas auf Mallorca. Währenddessen ich meine Videos drehe, wird hier noch fleißig gearbeitet. So ist das. Ich drehe Videos und andere arbeiten noch richtig. Und da gebe ich einfach mal rüber zu einem Abend auf der Finca, den wir hier verlebt haben. Und da zeige ich euch ganz einfach mal, worauf soll man achten, wenn man eine Finca für ein Abendevent buchen möchte. Na, schauen wir mal rüber zur Finca. So, herzlich willkommen auf der Finca Alaya. Hier im Herzen von Mallorca findet ihr diese Finca, die für ungefähr sagen wir mal, bis zu 120, 130 Personen geeignet ist. Was ist wichtig für euch, wenn ihr mal ein Event auf einer Finca plant? Egal, ob es ein Firmen-Event ist oder auch eine Hochzeit, runder Geburtstag oder was auch immer. Schaut immer, auch wenn ihr in Mallorca natürlich so einen tollen Abend wie hier euch wünscht, dass ihr immer eine Schlechtwettervariante habt. Die hier ist bis ungefähr 100, 120 maximal 130 Personen, sehr gut umsetzbar für einen schönen Abend, für ein tolles Event. Von dieser Form Finca gibt es auf der Insel verteilt, würde man sagen, um die 20 verschiedene. Ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Es gibt also welche, die sind nur für 20, 30 Personen, aber es gibt auch noch welche für 200, 300 Personen. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wo natürlich euer Hotel ist, wo ihr wohnt und dass man nicht jetzt über die ganze Insel fährt und da eben erst zur Finca kommt. Also kurzer Transfer ist auch immer ganz wichtig für so einen Abend auf einer Finca. Kosten ist vielleicht mal ein wichtiger Punkt. Was kostet so ein Finca-Abend? Hier muss man rechnen, also es gibt auf einmal gibt's eine Miete, es gibt das Catering und es gibt Deko und Entertainment. Wenn ich jetzt die vier großen Punkte mal zusammenfasse, plus Transfer natürlich, muss ja herkommen noch, muss man ungefähr 180 bis 250 Euro pro Person rechnen. Und dann, wenn man das in die Hand nimmt, kann man auch für eine Gruppe einen wunderschönen Abend verbringen, wie diesen. Und egal, ob es eine Hochzeit ist, ein Firmen-Event, eine Gala, ein Jubiläum oder ein runder Geburtstag. Zurück von der Finca. Wollen wir als nächstes mal schauen, was kann man für Tagesprogramme machen? Und natürlich, wenn man auf Mallorca ist, muss man etwas mit Wasser einbauen. Und das teilen wir wie folgt. Und zwar machen wir eine Segelregatta mit den Gästen. Und das, was ihr da erleben könnt auf so einer spannenden Segelregatta, das erzählt euch heute mal ausnahmsweise meine Gastmoderatorin Christine. Das ist meine Kollegin, die mit einer Gruppe beim Segeltüren ist. Und jetzt schauen wir einfach mal, was Christine mit den Leuten beim Segeltüren so erlebt und worauf man achten sollte. Viel Spaß mit meiner Kollegin Christine. Hallo Sascha, gerne gebe ich dir ein paar Tipps.
tollen Teamaktivitäten auf dem Wasser. Meine Lieblingsaktion ist definitiv das Segeln. Man kann es total relaxed und ganz entspannt machen. Das schöne Wetter, die Sonne und das Wellenrauschen genießen. Oder man gibt richtig Gas bei einer spaßigen Regatta. Das haben wir heute gemacht, vor der Küste Mallorcas mit insgesamt 7 Segelbooten. Pro Boot sind so 7 bis 10 Teilnehmer drauf. Und da es auf Mallorca genügend Boote gibt, kann man das locker auch mit 100, 150 bis zu 200 Teilnehmern machen. Und das macht richtig viel Spaß. Wenn ihr wissen wollt, wie unsere Regatta heute ausgegangen ist, dann meldet euch einfach. Und dann gibt es auch noch ein paar Tipps oben drauf. Bis dann. Tschüss. Also liebe Christine, mal danke für deine Ausführungen zum Segeln. Für alle, die sagen, ja, Segeln ist nicht so ganz mein Modell, für die habe ich auch noch was, und zwar einen schönen Beachclub, beziehungsweise das Beachhaus, wo ich gerade bin. Schaut mal hier, wunderbar. Kann man quasi einen chilligen Nachmittag verbringen. Und natürlich hier einen gigantischen Ausblick genießen. Ich mache da mal einen kleinen Zeitsprung von nachmittags jetzt hier, wo man ein bisschen im Pool planschen kann. Weil wir sehen uns dann gleich noch hier mit der Gruppe, die beim Segeln waren, und machen hier einen super Abend. Also machen wir kurz Zeit und zack, dann sind wir gleich mit beim Abend. Wunderbar, da kann der Abend ausklingen, das ist ganz fantastisch, wenn also die Segler und die Nichtsegler sich wieder treffen, ihre Geschichten austauschen können, und dann kann da auch der Abend wunderschön zu Ende gehen. Was kann man noch machen auf Mallorca? Aktiv, wenn die Leute ein bisschen Action wollen, und hier haben wir eine besondere Kombination, was wir dieses Mal machen. Wir machen eine Kombination aus Motorradfahren, also eine Motorradausfahrt und Cabrio-Tour. Und wir machen eine vorgegebene Tour mit so einem kleinen Roadbook, schauen die Leute sich spezielle Punkte auf der Insel an, wie das abgeht und wie sehr sich die Leute über so ein Programm freuen. Das könnt ihr mal sehen, wenn wir jetzt rüberschalten zu dem Tagesausflug Cabrio und Motorrad. Viel Spaß! So, guten Morgen zum Action-Tag, und jetzt geht's mal los bei der Tour mit den Cabrios, aber zuerst kommen die Motorräder. Mal zur Cabrio-Tour. Also, was ist da zu beachten bei so einem wunderschönen Ausflug? Habe die Ehre, die Herren, habe die Ehre. Also, natürlich ist wichtig die Auswahl der richtigen Autos. Das heißt, wir wählen immer verschiedene Cabrios aus, dass einfach die Leute die Möglichkeit haben, einfach mal das Auto zu fahren, was sie gern hätten. Also, zum Beispiel den Camaro. Das geht natürlich auch, was super gern genommen wird, ist Ford. Kann man ein bisschen Gas geben, wenn man das hört auf dem Video. Ford Mustang ist auch eine super Geschichte, tolles Fahrzeug, ist genau für so eine Tour hier über die Insel perfekt geeignet. Was machen wir während der Tour? Wir machen es gern so, dass wir einfach 3-4 verschiedene Stationen einbauen, wo die Leute dann mal ein Eis essen, einen Kaffee trinken, frisch gepressten Orangensaft haben und auch ein bisschen Kultur noch mitbekommen. So, schauen wir mal zum nächsten. Das sind hier die Jungs von der Post, die jetzt wahrscheinlich gleich noch ihr Dach aufmachen. Und das Wichtigste ist, dass am Ende, ja, wir haben heute hier 20 Autos von der Sorte, dass sie am Ende wieder alle gemeinsam zusammenkommen und dann ein wunderschönes Mittagessen verleben. Wie das ausschaut, schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß. Also ein richtiges Highlight ist während der Cabrio- und Motorradtour das Mittagessen, weil das machen wir in einer, ja, Olivenplantage, und direkt mittendrin kann man hier mal kurz einen Blick werfen, hat meine Kollegin, die Christine, wunderschön organisiert, stehen die Tische direkt drinne, und da gibt es dann ein schönes Mittagessen, jetzt noch ein Stück Kuchen, einen kleinen Kaffee, von da aus geht es dann zurück ins Hotel. Also ganz wichtig bei dem Punkt, das Kulinarische steht natürlich auch hier absolut im Vordergrund. Eins ist ganz wichtig, gerade wenn man die Jungs jetzt hier mit den Motorrädern sieht, egal welche Tour ihr plant, wie lange, wie hoch, wie intensiv, safety first. Dass die Leute am Ende wieder glücklich im Hotel ankommen, ist bei dieser Tour mit den Motorrädern und mit den Cabrios das absolute A und O.
So, jetzt haben wir erfahren, was gibt es für Hotels? Was kann man für Rahmenprogramme machen? Was beachte ich bei einer Finca? Was ist wichtig, wenn ich zum Segeln gehe mit einer Gruppe? Und zusammenfassend kann ich nur sagen, Mallorca ist vielfältig. Man hat super Möglichkeiten, von Deutschland aus nach Mallorca anzureisen. Und man hat hier auf der Insel wahnsinnig viele Möglichkeiten für ganz verschiedene Gruppengrößen und ganz verschiedene Interessen der Gruppen. Also egal ob Tagung, ob Incentive, ob Party, Hochzeit, Junggesellenabschied, hier ist alles möglich. Wie für ein Hirschfeld Touristik Event sind darauf spezialisiert auf Firmen-Events, also was können Firmen mit Mitarbeitern und Kunden machen. Und wenn ihr dazu mal eine Frage habt, könnt ihr mir sehr gerne eine E-Mail schreiben. Oder wenn ihr auch noch eine weitere witzige Idee habt, könnt ihr das ja gerne hier unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über euer Feedback und sage bis zum nächsten Video. Euer Sascha Heide. Ciao, ciao von der Insel Mallorca. So, ganz am Ende habe ich noch einen Rausschmeißer-Tipp für euch. Und zwar abends in Palma. Wenn ihr unterwegs seid, einmal in der Hauptstadt der Insel, ihr seht hinter mir die schöne Kathedrale, dann empfehle ich euch, am Hafen essen zu gehen. Da habe ich ein gutes Restaurant, und zwar mit Blick über den Hafen. Und direkt oben drüber gibt es eine Möglichkeit, und zwar die Bar 49 Steps. Die haben wir auch direkt hinter mir für die Gruppe einen Bereich separiert. Und das Tolle ist einfach hier, schaut einfach mal, genießt den Augenblick und den Ausblick dazu. Dann sage ich viel Spaß, bis zum nächsten Mal.